Willkommen zu einer brandneuen Folge von dem Spiel Ready for Takeoff, dem A320 Simulator. Es ist mal wieder soweit nach einem Tag Pause. Ich hab Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Und ich bedanke mich natürlich wieder für euer zahlreiches Feedback, für eure Vorschläge, für eure Tipps und was ihr zum Spiel sagt. Und es kam ein neues Update raus mit der Nummer 1660, was einiges an Fehlern behebt. Was heißt einiges? So ein paar Sachen. Man muss ja wirklich sagen, wir haben bisher, oder ich habe bisher nur einen Bug gefunden, der Rest funktionierte einwandfrei. Und deshalb wollen wir uns natürlich in der Karriere weiter nach oben arbeiten. Und deshalb gehen wir auf Nummer 5 und starten doch mal. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet, weil wir wollen ja den großen Flieger mal testen, den A320. Ach ja, Lufthansa war echt nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, was da so für Auswahlmöglichkeiten gibt. Was es so für Repaints gibt, was es für Brands gibt und so weiter und so fort. Ich bin echt gespannt. Mission 5, erste Berührung. Aufgabe vom Parkplatz zur Startposition. Okay. Nein. Request Startup. Hamburg, Delivery. Lufthansa to Echo Papa with Information Golf Request Nein. Startup. Lufthansa to Echo Papa, Startup approved, clear to destination. Zurich. Via flight recruits, initial climb 4000 feet. Squawk 0432. Lufthansa to Echo Papa, startup approved. Clear to Zurich, light plant route. Initial climb 4000 feet, squawk 0432. Lufthansa to Echo Papa, read back correct. Contact ground on 1-1-7 for push and taxi. Lufthansa to Echo Papa, pushback approved. Lufthansa to Echo Papa, ground on 1-1-7. Before start checklist. Before start, gear pins covers. Removed, signs. On auto. ADIRS. NAV. Fuel quantity. 10,000 kilograms. Altimeters. 1013, 50 feet. 1013, 50 feet. Down to the line. Below the line. Windows, doors. Closed. Parking brake. On. Before start checklist completed. Ground from cockpit. Go ahead. Confirm steering pin inserted. Ja, Leute. Habt das gehört? Habt das gesehen? Richtig cool. Ich freue mich gerade. Ach ja, es gibt verschiedene Kameraperspektiven. Die habt ihr jetzt noch nicht gesehen, diese Passagierkamera. Aber wir müssen Gas geben. Parkbremse lösen. Request pushback. Lufthansa to Echo Papa, request pushback. Lufthansa to Echo Papa, pushback approved. Lufthansa to Echo Papa, pushback approved. Ready for pushback. Okay. Pushback. Oh, das müssen wir uns anschauen. Das müssen wir uns anschauen. Geil. Leute. Was sagt ihr dazu? Allerdings, hier hört man Sound. Okay, und hier ist kein Sound. Nee, da nicht. Okay. Boah, schau, da ist schon ein großer Vogel, ne? Richtig cool. Ach, lass mal so lassen. Wobei, so still ist auch nicht schön, ne? Aber ich will mir das draußen anschauen, was da so abgeht. Pushback. Hört man ja auch schon mal schön, wenn man selber fliegt, ne? Da sieht man es und hört man es auch ein bisschen. Wenn die das da so ankoppeln. Parking so. Brake set. Remove towing system and steering pin. Okay. Ground from cockpit. Go ahead. Ready for engine start. All engines clear. Engine one start. Okay, wir starten mal. Triebwerk 1. Oh, und seht ihr, da kommt sogar... Hui, das ist interessant. Seht ihr das jetzt außen? Wie nennt man das? Heiße Luft, würde ich sagen, aber... Das ist interessant. So, 1 ist Startler. Das ist tatsächlich aus. Interessant. Okay. Engine 2 start. So, 2. Wow. Diese Effekte auch finde ich ganz gut. Ja, Sound. Ja. Kann man lassen. Büren. Ja, ja, das passt ja, ne? Wegen, ich wollte sagen, wegen der Lufthansa. Nein, wegen Aerosoft. Sitzt ja in Paderborn. So, gehen wir innen erst. So. Hier ist schöner und. Was ist schöner? Man versteht mehr. Neutral. Rudder. Full left. Full right.
Neutral. After start checklist. After start. Anti-ice. Off. Ecamm status. Checked. Trim. 30.2% set. Zero. After start checklist complete. Hab ich noch gar nicht gesehen. Taxi. Ground. Lufthansa 2 Echo Papa. Request taxi. Ich muss wirklich sagen. Follow the greens holding point the runway. Schön ausmodelliert ist es ja. Follow the greens holding point the runway. Right side clear. Left side clear. Taxi. Okay, Leute, wir müssen ein bisschen mal zurück. So, so, so. Okay. Ladies and gentlemen, we would now like to acquaint you with our safety procedures. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop down from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen, cover your mouth and nose with the mask, and then secure it by pulling the elastic strap over your head. Then assist any children and people who require assistance. There is a life vest under every seat. When instructed to do so by the crew, pull the vest over your head, attach the straps at the front, then pull the straps tight. Just before leaving the aircraft, inflate the vest by pulling the red tabs. If you leave the aircraft through an emergency window exit, inflate the vest outside. If necessary, you can top up the air through the red tubes. Each vest has a lamp, which... Leute, habt ihr das gehört? Richtig cool. Auch das ist zu hören. Ich war ja gerade. Cool. Ich freue mich auch, dass wir A23 jetzt fliegen dürfen. So, dann können wir eigentlich mal nächstes Ding machen. Wahrscheinlich kommt jetzt zum Start. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden befördert. Jawohl. So. Würde ich sagen, direkt in eine neue Mission. Ah, das macht irgendwie Spaß gerade. Wirklich. Ich mag das ja. So ein Karrieremodus. Checked. Checked flaps. One plus F. Take off speeds. Flex. 130, 130, 131. Flex 42. 130, 130, 131. Flex 42. Ecamm memo. Take off. Bitte was? Down to the line. Below the line. Take off runway. Runway full length. Runway full length. PAX. On engines. Before takeoff checklist complete. Lufthansa 2 Echo Papa. Contact tower on 118.775. Lufthansa 2 Echo Papa. Tower on 118.775. Tower, Lufthansa 2 Echo Papa, holding short, we are ready. Lufthansa 2 Echo Papa, line up and wait. Lufthansa 2 Echo Papa, line up and wait. Cabin crew, prepare for takeoff. Lufthansa 2 Echo Papa, habt ihr es gehört? Cabin crew. Lufthansa 2 Echo Papa, clear takeoff. Takeoff. Leute, es geht los. Der erste Start mit der A320 Maschine. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir können eigentlich starten. Jetzt geht's los. Ich freue mich, Leute. Das erste Mal. Ich habe lange gewartet. Einmal von außen gucken. Oh. Okay, warte kurz. So ist besser. We won. Rotate. Noch ein bisschen bis dahin hin. Und jetzt. Oh, man merkt. Man merkt schon, es ist halt schon schwerer, ne? Also man hat direkt gemerkt, es geht halt nicht so stark in den Luft. Lufthansa 2 Echo Papa, Contact Departure. Boah. Lufthansa 2 Echo Papa, Departure 125.8. Bye. Departure hello. Lufthansa 2 Echo Papa, passing 1000 feet, climbing 4000 feet. Lufthansa 2 Echo Papa, hello, climb initially flight level 110. Lufthansa 2 Echo Papa. Geil. Haha, Leute. Richtig cool. Allerdings muss ich mal wieder ein bisschen auf die Linie zurückkommen. Das ist aber... Jetzt kann man nicht so richtig stark korrigieren. Also es geht nicht so schnell. So meine ich das jetzt. Altimeter. Standard Flight Level 5-1. Standard Flight Level 5-1. So. Sehr cool. Und übrigens, ihr habt natürlich recht. Also... Dass man von so weit oben, sag mal vom Himmel aus, jetzt nicht so alles erkennt unten, so alles haargenau, habt ihr natürlich recht. Aber ich meine so halt so, ne, dass halt scharf gestochen ist, dass halt noch scharf gestochener ist. Aber vollkommen recht, es reicht wirklich so, weil die meisten Flugsimulationen sind wirklich so ausgelegt, dass es halt so reale, sag mal, Grafiken von Google Earth sind. Lufthansa 2 Echo Papa, continue climb flight level 310.
Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated. This also applies if the seatbelt signs are switched off. Auch diese Blinklichter, seht ihr das? Das sieht man auch immer am Himmel oder unten. Oder wenn man direkt dadurch am Flügel sitzt. Auch das ist ganz interessant. Ich weiß nicht. Würde mich mal interessieren, wer von euch oder wer von den Zuschauern ist denn schon mal geflogen? Also und wie oft vielleicht sogar? Das würde mich echt interessieren. Und natürlich, das müsst ihr nicht unbedingt schreiben. Doch, würde mich auch mal interessieren, welche Flughäfen seid ihr schon so angesteuert oder habt ihr schon angesteuert? Welche habt ihr vielleicht sogar schon besichtigt? Ich habe beispielsweise schon, richtig besichtigt, Flughafenbesichtigung Frankfurt am Main. Boah, das ist ja echt ein Riesending. Also, das ist wirklich ein Riesending. Also, die Besichtigung war echt der Oberhammer auch. Hat richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen ist man dann mit so einem Bus da durch die ganzen, ganzen Flugzeuge gebrettert. Natürlich, ne, muss man wieder alle, Rollfeld Verkehrsregeln beachten. Das war der auch, ne, da muss man warten, muss das andere Fahrzeug durch und so weiter und so fort. Also es ist schon echt, das muss man miterlebt haben, das ist echt schon Wahnsinn. Das ist echt schon richtig cool. So. Macht schon echt Spaß, auf jeden Fall. So. Also wo wir uns auf jeden Fall noch verbessern müssen, ist das Landen. Das Landen auf jeden Fall muss besser werden. Das habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben. Ihr habt mir da Tipps gegeben, dass sie halt viel langsamer werden soll. Ich weiß das, nur ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das am besten mache. Und halt die Linie halten. Aber, und halt langsamer runtergehen. So, Beschleunigung auf 310 Knoten, okay. Aber FT ist doch... Ui. FT ist doch Fuß, oder? Ich meine, ich kenne mich mit solchen Maßheiten eher weniger aus, muss ich sagen. Und Geschwindigkeit. In Geschwindigkeit wird das, meine ich, auch nicht gemessen. Aber ich weiß nicht, wie die Einheit heißt. Bin ich mir gerade unsicher. Liebe Leute. Beschleunige auf 310 Knoten. Oder... Okay, die Mission wurde erfolgreich absolviert. Profil gespeichert. Super, Leute, das läuft doch. Ja, nächste Folge wird dann wahrscheinlich die Landung sein. Und ja, wie das aussieht, das werden wir uns dann in einer neuen Folge anschauen. Das heißt, die Folge ist mal wieder kürzer, aber ich mag das nicht so, wenn man ja während der Mission abbricht, die Folge. Aber sonst wird es echt zu lang. Ja, wir steigen immer weiter auf. Mittlerweile schon 4 schöne Sterne. Mich freut das. Ich hoffe, euch macht es immer noch Spaß. Ich sehe das ja beispielsweise an Aufrufzahlen und ich muss sagen, doch, also, ne, Flugsimulation kann man auch durchaus bei uns mal zeigen, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen halt dieses, Beta-Status miterleben zu können, wie sich das Spiel entwickelt, ist ja ganz interessant. Wobei man auch sagen muss, dieses Spiel ist schon ziemlich weit, wie ich finde. Also, ist schon einige Inhalte drin. Ich bin gespannt, was sich noch ändern wird. Wir sehen, es kommen immer weitere Updates raus. Aber es läuft, das Spiel, auf jeden Fall. Gut, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.